Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition. Und ja, jetzt kommen wir wirklich mal zu dem Drachen, den wir letzte Folge eigentlich schon besiegen wollten, aber nicht dazu gekommen sind. Das ist halt so. Jetzt auch nichts machen, ne? Ja, Es ist immer noch im Rechnen, stimmt. Ich erinnere mich dran. Ich musste ja letzte Folge drüber reden, was meine Lieblingswetterarten waren. Ich kann jetzt natürlich auch nicht das Wetter ändern, ne? Es ist ja jetzt. Ach du Scheiße, was ist das denn für einer? Oh! Normaler Drache? Was? Alter, ich erkenne den ja fast gar nicht hier im Regen. Das macht den Kampf natürlich schwieriger. Naja. Nein. Oh, was habe ich denn hier? Drachenknochen, Heavy Shield, Erzrüstung. Nehme ich mit. Oh, und wir haben noch einen Schrei. Oh, diese Macht. Suchen, Aura flüstern. Machen wir rein. Ja, machen wir rein. Dich zu treffen ist echt schwierig, mein Freund. Es ist echt schwierig. Wo ist er denn? Oh oh. Aber du bist eigentlich nicht so schwer. Du bist echt ein schwacher Drache. Sehr schwach sogar. Wieso bewegst du dich nicht mehr? Das ist richtig. Mein Freund? Bist du gestorben? Kann ich ihn töten? So. Nee. Moment. Irgendwie. CCR, hallo? CCR funktioniert auch nicht. Was ist denn heute los? Da muss ich wohl laden, würde ich sagen. Weil. Oh nein. Das geht natürlich nicht. Ah! Aber der ist. Wieso ist der denn so schwach? Du musst landen, dann kann ich dich vernünftig bekämpfen, mein Freund. Ah! Na toll. Okay. Ich mach den einfach mal nicht mit Fernkampf diesmal. Das ist eine schöne Stelle. Dein Ernst?
Na, wohin mit dir? Warum da hinten? Oh. Wo bin ich denn hier gelandet? Ja, das ist das Ding. Im Dunkeln siehst du natürlich auch nie wohin mit dir. Mein Freund. Aua. Ei. Nein. Ach so, ach ja. Stimmt, da war ja auch noch was. Ich vergaß, aua. Hallo? Danke. Ich könnte ja auch mal diese Wasserdinger machen, hier. Naja, die Geräusche sind halt komisch. Kot erwartet euch? Was ist mit Kot? Kot mehr das? Könntest du bitte landen? Cool. Da, wo ich nicht hinkomme. Aua. Nee, kannst du bitte da landen, wo ich auch hinkomme? Das ist echt eine scheiß Kampfarena hier. Es gibt keine vernünftigen Landemöglichkeiten für die Drachen. Ey! Was soll denn das? Was ist denn hier hinten mit dir falsch? Na. Holla. Das muss aber auch mal. Huha. Okay, so, die anderen. Lass dir das Kopfgeld geben. Ja, ja, kommt später. Investigate the room, most of strange noises in irgendwas. Erstmal da die Markierung. Da. Ja, Grauwassergrotte. Das kennen wir ja. Ich kenne sogar die Grauwassergrotte, glaube ich, gerade. Also die mit diesem schönen Wasserfall vorne dran, ne? Wenn ich mich gar nicht täusche. Eine optisch sehr ansprechende Grotte, also Höhle, finde ich. Wenn es die ist, die ich im Kopf. Gut, die kommen natürlich echt nicht. Das ist halt godlike von denen an das Design von Enderal dran. Das ist halt echt. Das ist halt echt das schönste Dungeon und allgemein. Man kennt's, ne? Also Enderal hatte schon die schönsten Höhlendesigns, die es so gab. Ich glaube, was aber auch, oder auch halt Gebäude, allein die Unterstadt. Die Unterstadt war ja mein liebstes Ziel in Ark. War das alles? War das wirklich alles? Oh Mann. Gut. Dann gehe ich wieder raus, würde ich sagen, an dieser Stelle. Ich glaube, die haben aber auch viel mit diesem Trick gearbeitet, den ich ja echt nicht schlimm finde. Das heißt ja nichts. Dass man mehr gesehen hat, als man betreten kann. In Skyrim, die sind doch alle so. Man kann nur das. Oh, der Hurensohn-Nachbar raucht schon wieder. Das ist so ein ekelhafter Hurensohn. Und. Stinkt so erbärmlich. Ich will nicht wissen, wie dieser Kerl stinkt. So ein ekelhafter Wichser. Und das Level-Design war halt ganz stark so darauf aus, dass man nicht alles betreten konnte, was man gesehen hat. Die Unterstadt, da war ja extrem viel, was man halt nicht betreten konnte. Und das fand ich aber halt gut, weil dadurch konnten die schönere Sachen machen. Denn Enderal, die sind alle so, ja, das, was man sieht, wird betreten werden können. Hat positive Aspekte, ja klar.
aber größtenteils nicht. So, hier muss ich anscheinend schon ein bisschen mehr machen. Hier ist ein Totenbeschwörer. Wer bist du denn? The world is worth, sa worth saving. I'm going to save it. Was a senseless slaughter. Skyrim is irredeemable. No, irredeemable. Irredeemable. So. Blood and battle are proof of life. War is good for the soul. I don't care for riddles. Swamp breath. Nein. War is senseless slaughter. Skyrim is irredeemable. What is the war you're referring to? What quest are you on? You said you were guilty of vampirism, yet you don't look like a vampire. That probably didn't go over well. Yeah. You can't blame him for being suspicious. Still, it's a dangerous word to use. And that probably didn't go over well, very well. You sucked the blood out of the guards and escaped.
You said that was a quest of redemption, but you committed no crime. You bribed the guards what with whatever plans Agonian used for currency. The Jarl heard the evidence and exonerated you. The system works. The divines freed you from prison. The gods are great. Nein. You said this was a quest of redemption, but you committed no crime. Well, you freed. Who freed you from the prison? A clever play. What happened next? Wieso kommt er jetzt gerade in Erdbeeren? Wieso macht ihr das alles immer so kron? A clever ploy. What happens next? You said finding the girl was a form of penance. What crime did you commit? What happened in the den? Ihr braucht den Stein gar nicht. What did you do? You can't blame yourself.
You did what you thought was right. Vampires are people too, you heartless shrew. There's no guarantee the cure would work. Monsters must die now. You can't blame yourself. You did was nein, you did what you thought was right, so. Hmm. Talk about the order of the virtuous blood. Uh-huh. What will you do now? Tja, sorry, nur Frauen leider. Wir müssen ja die Frauenquote steigern, ne? So ist das ja. This appears to be a necromancer hideout, not a vampire liar. How did you track the child down? I assumed the bodies mean you were too late. So that lazy excuse for a god turned a blind eye to your pleas. Typical. I too would have prayed for her safety. You can't ransom a dead girl. Praying to Arkay is natural. The girl's safety was paramount. I too would have prayed for her safety. You can't ransom a dead girl. Ja, du kannst da mal weiter an deinem Kundum.
Given the girl's demise, what happens now? You ask about the point of war. What for war do you fight? If that's what you believe, then what's your problem? That's right, you kill the sick. You are nothing but a murderer. Vampirism can be cured, but there is a point of no return. The child was such. Vampire or not, kill the ones that try to kill you. It's not all the complex. Fighting vampires isn't a war. It's like a skirmish. Vampires aren't people. Now shut up and help me to hunt the bloodsuckers. Vampire or not. Vampirism can be cured, but there is a point of no return. The child was such. You still appear conflicted over your decision. Ja, okay. Ich brauche immer noch nicht deine Hilfe. Ja. Ja, jetzt hat er mir einfach da 20 Minuten reingedrückt. Er hat diese Igna getötet, die, glaube ich, einfach keine Vampirin ist. Ei. Was ist denn los? Das Ding ist so laut. Okay. Interessant. Ja.
Ich würde sagen, nach dieser Überlängenfolge, ne, mache ich jetzt mal einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Mach's gut. Und,